Bisschen knapp alles. Schaut aber auch doof aus, ne? Warte mal kurz. 11 zu 16. Aber die PLM ist doch so stark, ne? Ja, doch Schub. 60 km/h. Ja, dann machen wir das anders. So. 2,36 Millionen. 3,6 Millionen gesamt. Jo, ist gekauft. Ist eine Engländerin. Oh, Julian. Dann entschuldige ich mich an dieser Stelle. Sorry. Die werte Lady wollen wir nicht beleidigen, ne? Wenn sie aus Großbritannien stammt. Ist ja ein Britin. Schaut aber auch... Man muss fairerweise sagen, die schaut aber auch extrem geil aus, ne? Also, er schaut schon wirklich cool aus. Die gute britische Lady. Für die Liebe! Abo und Daumen! Heißt du bist super! Hab weiterhin Spaß, Redstone! Danke dir! Hast du schön gesagt. Brexit Onion. Puffel meint, Gamescom wäre eine super Möglichkeit, sich zu treffen, weil man da eher eh hinkommen kann. Da ist auch Kapazitäten halt eben da, um sich mal irgendwo zu treffen. Bloß das Problem ist, wenn, dann müsste man so machen, wie der Kraxel das vor 2 Jahren, glaube ich, war es, gemacht hatte. Es ist ausdrücklichst, und zwar ganz arg ausdrücklich, von dem Veranstalter gewünscht, keine Community-Treffen auf der Gamescom zu machen, weil die Angst haben vor größeren Menschenansammlungen, weil die das nicht mehr kontrollieren können im schlimmsten Falle. Und deswegen bitten die alle Teilnehmer, bitte keine Community-Treffen auf der Gamescom direkt zu machen. Mal sich irgendwo zu treffen und zu sagen, hey, Hallöchen, ne? Aber sobald da wirklich mehr Leute auf einen Platz kommen, das wünschen die gar nicht. Also das finden die nicht so geil. Weil die ja echt Angst haben, dass die das nicht mehr in den Griff kriegen. Oder dass irgendwie Rettungswege verstopft werden oder sonst irgendwas. Also da ist echt das... wenn dann... Kraxel hat es vor 2 Jahren so gemacht, der ist abends mit der Community Steak essen gegangen. Da war ich und Pippa auch mit dabei. Und dann im Anschluss sind wir, glaube ich, noch irgendwo in die Nähe vom Dom gegangen und haben da eine erfrischende Hopfensaftschorle getrunken. War auch nett, ja, war auch sehr nett. Muss ich sagen, hat mir gut gefallen. War ein schöner Abend. Bisschen auch so warm wie heute, aber da lief die Hopfensaftschorle einfach ganz anders. Genau, das Umland bietet genug Raum. Fuffel, du sagst es, genau. Also außenrum, du kannst dich wirklich, wenn du dann ins Steakhouse gehst und da mal gemütlich gemeinsam speisest. Wir hatten also das war so ein mega langer Tisch einfach, ja. Und da waren halt dann vom Kraxel waren dann ganz viele da gewesen und das war echt schön. Hat richtig Spaß gemacht. Wir haben lange mit dem Kraxel unterhalten, der musste dann aber auch irgendwann los und dann bin ich mit Pippa und dem letzten Restzimmer dann noch einheben gegangen. Mann. Ja. Mann. Ich glaube, die Moni Pony war da noch mit dabei. Ach ja, war eine schöne Zeit. Wohnst du nochmal in Ansbach? Genau, organisiert werden muss sowas trotzdem. Und meistens ist das blöd, weil wenn ich es organisiere, geht's schief. Weil ich schlicht und ergreifend einfach, wenn ich auf der Gamescom bin, immer nie Zeit habe. Das ist ganz blöd. Und ich bin dann organisatorisch echt immer voll überfordert, weil ich es allein immer alles nicht so ganz hinkriege. Aber das Zwergtube-Organisationskomitee, ja, das neu gegründet, das vor wenigen Sekunden gegründet wurde, mit ganz vielen Gründungsmitgliedern, also den jetzt Anwesenden, das könnte natürlich darüber wiederum anders entscheiden. Ja. Dö.
Kribo, danke dir. Genau, Fuffel, das war damals das Thema. Das hatte man mal wirklich versucht gehabt. Nee, das ist damals nicht wegen Interesselosigkeit eingestellt worden, sondern weil ich tatsächlich nicht auf die Gamescom gefahren bin. Das war damals die Protestaktion, wo plötzlich, das war das zweite Jahr gewesen, wo es plötzlich hieß, nee, YouTuber bekommen erst ab 500.000 Abonnenten überhaupt einen Presse-Key oder halt so einen Presseausweis, dass sie auf die Gamescom gehen dürfen und mit den Ausstellern sich unterhalten. Ansonsten müssen sie, keine Ahnung, 120 Euro pro Karte zahlen. Und das war damals ein bisschen schwierig. Und da habe ich damals dann gesagt, nö, dann will ich nicht auf die Gamescom, wenn die Gamescom quasi mich nicht will. So nach dem Motto. War ein bisschen eine Trotzaktion, ich mache sowas nicht gerne. Barrierefreie Wege, was? Warum? Nope, war die da oben nicht raus? Die hat den Block noch ach, verdammt. Ja, wir haben ja keinen Zwischenblock, ne? Die kann nicht. Fast die 100. Ja, da sind ganz viele jetzt da. Ganz ehrlich, meine Lieben, mich wundert es, dass so viele da sind, weil das Wetter ist ja gar nicht schlecht, ne? Es ist nur sauheiß, aber es ist ja gar nicht schlecht, dass trotzdem so viele von euch hier Zeit gefunden haben. Ist ja phänomenal. Der Killer, Dankeschön. Dankeschön für deinen Follow auf Twitch. Herzlich willkommen. Gibt es die Grenze immer noch? Ja. Ich glaube, die hat sich nicht geändert. Das hat man irgendwann. Das war ein typisches Messeproblem. Man hat damals jedem, der gesagt hat, er betreibt einen YouTube-Kanal, hat man Pressetickets bekommen. Dann ist man quasi im Pressebereich überrannt worden von YouTubern, die ein Video gemacht haben und damit sich YouTuber genannt haben. Dann hat man sich dann eben damals eine Grenze überlegt und die war 500.000, leider viel zu hoch gegriffen für die Masse der YouTuber, die so gerade im Bereich der Gaming-Branche unterwegs sind. Warum ist denn der eigentlich so lahm? Der kämpft sich hier wirklich... Ach so, das ist ja... Na, der ist ja noch nicht geupdatet. Ja, deswegen, klar. Ich beschleunige das mal. Streuner, grüß dich! Katze ist auch Regi interessiert. Ja, Miezi Miez. Kennst du Schwerin? Ich glaube nicht persönlich. 73? Ja, es sind relativ viele da dafür, dass das Wetter so phänomenal ist. Bei 32 Grad kann man doch draußen nicht überleben. Knie doch, wenn es innen 42 hat. Um genau zu sein, hier. Und das schon seit heute Mittag. Weil die ganze Technik, die hier läuft, einfach mal ganz, ganz fies brennt. Jetzt haben wir in diesem Stream über sau viele Themen gesprochen, aber nicht wirklich viel erreicht. Oh, Zockmaschine, du bist allerbeste Zwergi. Dankeschön! Vielen lieben Dank dir! Oh, das ist ja lieb! 2 Euro. Sauber auf den Tisch geknallt. So muss es. Oh, wie lieb. Kannst du den Kopfbahnhof zweigleisig bauen? Ja, wir werden den auch noch verlängern. Also das wird auch eine der nächsten Aktionen sein. Ich weiß bloß gerade nicht, ob wir den tatsächlich einfach so verlängern können. Nee. Da kriegen wir die Gleiskollision, weil das nicht ganz gerade ist. Da müssen wir tatsächlich kurz aufgraben. Und dann geht's. Ist total blöd, dass diese ganzen Superchat-Nachrichten so voll untergehen. Ich versteh's nicht. Sehr, sehr kurios. Sehr kurios. So, machen wir kurz Break.
Habe ich nicht dran gedacht. Wird das ein bisschen aufwendiger. Muss man hier bloß ein bisschen aufpassen. So, das dauert jetzt noch ein paar Sekündchen. Muss mal ganz kurz warten, bis der Zug hier draußen ist, aus diesem Bereich. Und bevor der nächste kommt. So weit, wie es möglich ist. Da muss noch einen Meter wegbauen. So. Jo, jetzt ist cool. Coolio. So, und dann müssen wir nämlich nur noch den unteren Teil hier ergänzen. Dann wird das nämlich von Haus aus gut. Jetzt mache ich aber eine Kleinigkeit, muss noch. Und zwar haben wir ja jetzt hier ein Problem geschaffen. Wollen wir mal ganz kurz hier Pause machen. So, und zwar brauchen wir hier eine doppelte. Und hier auch. Sollte deswegen trotzdem noch passen? Ja, nee. Ihr sollt nicht zu früh da reingehen, ihr sollt ruhig später reingehen, das passt mir auch ganz gut. Und zwar ist das von Kerpen dann hier vorbei. So. Gönn ihm! Kennst du Gunzenhausen? Na klar! Schön an den Seen gelegen, ja? Vor allen Dingen aber am Altmühlsee. Schöne Ecke. Wirklich schöne Ecke. Bin ich sehr gerne in der Nähe. Was ist eigentlich dein Beruf? Ich arbeite in der Verwaltung. Also quasi öffentlicher Dienst. Mach doch die Facecam aus, dann arbeite die nicht mehr, muss auch nicht mehr verarbeitet werden. Ja, das ist, glaube ich, wurscht. Das, Lennart, das Problem ist, also musst du es so vorstellen. In dem Moment, wenn da auf YouTube ein einziger Werbeclip für dich läuft und du an dem Clip was verdienst, bist du steuerpflichtig als Unternehmer. Wissen viele nicht, ja? Und viele sagen, das ist ihnen auch wurscht. Es geht so lange gut, bis das Finanzamt kommt. Und sobald das Finanzamt kommt und dir sagt, hey, du verdienst da Geld und das machst du gewerblich, wir wollen auch was haben, wirst du geschätzt, was du eingenommen hast. Und das geht immer schlecht für einen selber aus. Das heißt... Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Ein Hitzegetränk! Dankeschön! Vielen lieben Dank, was ist denn heute los? Heute ist Spendentag. Ja, danke, danke, danke für ein Hitzegetränk. Das ist super. Trink nochmal ein Schlückchen. Ja, auf jeden Fall, das Problem ist, im Prinzip musst du auch mit einem Abonnent, denn wenn du theoretisch Partner wärst, musst du schon Steuer machen für ein Unternehmen. Das heißt, du brauchst einen Unternehmenssteuerberater, der dann wirklich sich auskennt, weil ich persönlich keine Ahnung davon habe oder ich keinen Plan habe. Und das heißt, du, egal was du verdienst, du musst es auf jeden Fall angeben und damit ist die Steuer dabei und damit verdienst du quasi nichts mehr. So kurzum ist das ganze Ding. Diese Häuser schauen auch mega cool aus, oder? Ist das nicht hübsch hier?
So, meine Lieben, für heute werden wir hier an der Stelle erstmal ein Schlüsschen machen. Den Rest bauen wir dann aus, wenn ich ein bisschen fitter bin. Ich mache jetzt hier mal